Denn was sich Punk nennt, hat in England jetzt große Aufmerksamkeit. Auf den Hitlisten passiert sowieso nichts Bewegendes. Punk aber ist eine neue Bewegung. Ein neues, sehr aggressives Lebensgefühl, was der Werbewirkung wegen manchmal auch nur nachgespielt wird. Die Treffs der Punks sind Pubs und Musikhallen, wo es Alkohol gibt. Drogen aber und die ganze Hippie- und Popkultur werden verachtet. Überhaupt ist Punk ein ganz eigener Lebensstil, der von Ablehnung bestimmt ist. So tragen sie eine Art Antimode. Sicherheitsnadeln als Schmuck, enge Plastikhosen, spitze Schuhe, Secondhand und Sexklamotten. Alles, was eigentlich verbraucht und unmodern ist und deshalb exotisch. Was scharf und bunt und laut ist wie ihre Musik. Die Punks bilden eine geschlossene Gesellschaft gegen die Gesellschaft. Sie flüchten aus den öden Vorstädten in ihre Treffs, wie diese Gruppe aus Bromley. Frühe Punk-Fans, die jetzt selber Musik machen. Ihr Thema ist das Grundthema des Punk. Und das ist die Band, die Punk ohne Kompromiss spielt und wohl auch lebt. Johnny Rotten, ihr Sänger, ist die Symbolfigur des Punk-Kults. Und dieses Lied so etwas wie die Hymne der Bewegung. Rock mit einem Schuss Anarchismus. Diese Band hat England maßlos schockiert und so unausgegoren ihr Protest auch sein mag, aber die Platten verkaufen sich dennoch prächtig. Ihre England-Tournee platzte, weil sie fast überall Auftrittsverbot bekamen. Eine neue Welle dieser Musik hat zuerst in USA und jetzt in England wieder Aufregung gebracht. Der Punkrock.